So, also erstmal kriege ich einen Command Point Hm? und ich bewege mich mit meinem Freeguild-General. Der durfte 5 gehen. Weißt du was? Ananas. Ich glaube, der wird laufen. Echt? Dann kann er aber nicht chargen, ne? Und auch nicht angreifen, diese Runde. Ja, aber guck mal, wie viel ich hier habe. Ja. Ja, gut. Die Also, du Sachen, die kannst ich auch. hier hätte machen. Ja. Du darfst aber ja trotzdem, auch wenn du läufst, nicht. Bis in 3 Zoll, ne? So, ja, stimmt. Okay, nee, dann macht das keinen Sinn. Dann die 5, die er sowieso darf. Fast genau. Ja, Ja, passt ziemlich genau. fast genau. Mach du mal deine Ja. Moves. Ich bin einmal kurz mir was zu trinken holen. Das dauert aber ja jetzt Alles eh ein klar. Sekündchen. Ich vertraue dir da, außerdem sehen die Zuschauer ja auch, was du da veranstaltest. Du kannst ja trotzdem kommentieren. Ich bin sofort wieder da. Ja, so, ich werde. Ja, die dürfen ja 6 gehen, dürfen aber faktisch nur 3 gehen, weil die zu 3 Zoll hier wegstehen müssen. Das heißt, ich kann mir die jetzt auf jeden Fall auch formatieren. So, dann möchte ich, dass die so stehen quasi. Das dürfte hier auch mit den 3 Zoll. Ja, fast genau passen. Ja, das ist in Ordnung. Was ich jetzt machen möchte, ist mit denen noch gehen und dann kann ich mit denen hier schießen. Die dürften da auch treffen, nachdem ich mich bewegt habe. Das heißt, die gehen ihre 5. Die gehen die 5. So. Nee, es ist nicht gut. Ich stelle die Zeit zurück. So. Oh, Loading complete. Ja, ich habe die Zeit eben zurückgedreht. Ah, da muss ich mir Und auch ich. nochmal was zu trinken holen gehen. Die müssen anders sich bewegen. Moment. Dann mache ich das anders. Dann gehen die ihre 5 Schritte darüber. Ich guck mal die Folge ganz genau nochmal im Replay an, dass du da auch nicht geschummelt hast. Kannst du machen? So, und die dürfen auch 5 gehen. Das heißt, die sind jetzt auch alle in Schussweite. Nein. Nein. Boah, Perfekt. diese Range ist so pervers, ne? Das ist wirklich krass. Aber dafür treffen die nicht so gut, ne? Ja, aber also. So, dann hier unten. Erstmal, die werden sowieso nicht schießen können. Richtig. Das heißt, mit denen werde ich laufen. 4 plus 5. Wow. Die dürfen 9 laufen. Laufen die mal darüber. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, die schon mal nach links zu bewegen. Weil wenn du in sieb innerhalb von 7 Zoll von diesem Ding hier bist, spawnt da nichts mehr. Und das kommst du jetzt ja auf jeden Fall. Und dann nichts mehr. Okay, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Das hast du in der letzten Folge gesagt, ne? Ja, ist egal. Jetzt habe ich den bewegt. So, dann der Warden King. Der geht seine normalen 4. Dann. Ne, den Hammer darf ich nicht mitnehmen. Die Longbirds, die gehen ihre provisorischen 4. Und die Hammer. Die natürlich. Oh, ups, dann 4,1. So. So, 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 das spawnt schon so. nichts mehr. Also ich töte dir jetzt noch deinen Dude, aber den kann ich dir nur töten, wenn du rancharge und dann bist du eh näher dran. Okay, jetzt kommt meine Shooting Phase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Amigos. Die auf einer 4, 3 treffen. 4. Wow, das ist sehr schlecht. Jetzt 3 auf eine 3. Das ist wirklich kein guter Roll. Aber immerhin 2. Ja, komm, Die haben ist besser als kein nichts. Rand, ne? Okay, dann versuche ich mal zu saven. RIP. Komm schon. So. Jetzt. Ja, hier auf die 2 drauf zu chargen, ist nicht so sinnvoll. Ja, kostet doch nichts. Ja, aber ich will erstmal lieber die 4 kaputt machen.
Also ich charge zuerst mit meinem Warden King. Da muss ich eine 5 würfeln. Na, nice. Gib doch Okay. Command Point aus. So, nochmal eine 5. Also mein Charge habe ich heute echt kein Glück. Oh, Boah, genau eine und auch 5. der war verdammt knapp. Ja. Oh, nee, hier darf ich nicht mit markieren. So. 5. Jetzt die Hammerers, die haben, da muss ich eine 10 würfeln. Warum nicht? Das Warum, schaffst du eh warum? nicht, weil die nicht in einer straighten Linie chargen können. Die müssen hier lang. Ach so. Ja, Und gut, das wären dann. mehr als 10, aber du hast die 10 Ja, ja eh nicht geschafft, okay. deswegen. Ja. So, dann meine Flagellants, die brauchen eine 3. Das kann ich eigentlich fast nicht wegkacken, aber ich kann das. Pass auf, lass mal los. Hier, an Ja, dem lass Punkt einfach jetzt. mal los. Ja. Ich biete dir was an. Nein, ich will die nicht mitbewegen. Warte kurz. Oh Gott, das ist eine. Was hältst du davon? Warum jetzt? Wieso? Ja, Was soll? dann musst du die gleich nicht mehr umzingeln, oder? Also ich wollte jetzt eigentlich nur helfen. Ja, okay, dann machen wir das. Darf ich trotzdem mit dem hier ranschauen? Ach Nee, so, darf ja, ich nicht. ach so. Du hättest den natürlich auch einen freihalten können und den daran schalten. Also das ist ja kein Problem. Ich wollte es nur ein bisschen beschleunigen, dass wir da nicht wieder ran rumfriemeln müssen, weil ich gehe eh davon aus, dass die zwei sterben. Ziemlich Auch sicher. egal. Ich würde aber gerne, der ist eigentlich egal, der ist nah genug dran. Ich würde aber gerne mit denen eigentlich hier noch ran. Das heißt, ich würde mich den Mittelweg frei machen. Ach so. Ja. Ich würde das dann quasi so machen. Ja. Also eine 7. Gut, ich hätte fast einen Command Point ausgegeben. So. Ja, komm, dann gehe ich auch mit dem rein. Wenn schon, denn schon. Eigentlich würde ich das nur, damit ich mehr Distanz zurücklege, schon mal. Du musst aber bis auf 0,5 ran. Finde ich doch. Ach so, ja, klar, du hast recht. Ja. Ja, okay, dann bin ich fein. Und ich greife dann zuerst hier. Nee. Warte mal, ich muss mal gucken. Was haben die hier für einen Kampfwert? Packmaster. Rusty Blade. Vier, 4, vier. 4 und 4 mit 2 Tags. Ah, die haben zwei Attacks. Das heißt, die sind eigentlich genauso stark wie die hier oben. 4-4, beziehungsweise die oben haben 5, 4. 5-4. Das heißt, die unten sind tatsächlich sogar stärker. Und hier die Flaglands, die haben ja kein Safe-Roll. Ja, dann macht das doch Ja. mehr Sinn, hier unten zuerst anzugreifen. Dann greife ich mit den Flaglands an. Mal gucken, wie viele dran kommen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10. Auf eine 5, 5, glaube ich. Nur 2, Lol. krass. Warte mal. Aber warum Sind denn die. 10? Die haben noch 2 Attacks. Ach ja, stimmt. Würfel Das einfach ist die auch 10 immer nochmal, wieder. kriegst und dann die noch dazu. Danke, danke. Ich vergesse das echt immer wieder. Oh, Da sind wow, noch das ein ist paar ein mehr. starker Wurf. Dann sind es 5. 7 insgesamt. Ups. 7 auf eine 4. 4. Und die haben aber keinen Rand, ne? Ne, die haben keinen Rand. Dann darf ich auf 6 würfeln. Ist gar nicht mal so scheiße. Come on. Eine 6. Das heißt, einer überlebt das mit einem HP. Ach, die haben zwei Leben. Okay, krass. Okay. Was ist eigentlich mit den Gatterbannern hier oben? Hast du vorhin keine Bravery für die hier gewürfelt? Die sind gerade erst gestorben in deiner Shooting Phase. Ach ja, stimmt, die ist meine Shooting Phase gestorben, ja. Sorry. Da Guck mal, der war kann ich Handstand. schneller als. Ja. auf der Okay. Peitsche. Dann bist du dran. Ja, dann greife ich mal hier oben an. Die gehen hier. Whoop.
Also sind uns einig, dass die alle auf jeden Fall in Range kommen. Und der geht sogar hier rein. Das ist der beste Mann. Ja, das ist richtig tapfer. Die sehen eh keinen Morgen. Die greifen an. Vier von denen. Mit 5 plus, ne? Oh, Zwei. nicht schlecht. Mit 4 plus. Pass auf. Eine Das trifft. sind meine besten. Oh, beide treffen. Jawohl. Haben die Band? Rand 3 haben die. Nein, die haben keinen Rand. Das sind die Lappeneinheiten des Todes. Auf 3 Oh, das plus. war eigentlich schon richtig. Ja. Ja, Ein RIP. nice. Na Gut, gut, dann es war eine greife geile ich jetzt Zeit. hier unten mit den Speerguards an. Da treffen sogar zwei. Sogar zwei. Ja, wenn einer von denen Damage macht, dann ist er RIP. Da hatte ich drauf spekuliert, dass sie es das nicht machen. Aber 4-4 habe 4-4. ich. Okay. Ja, die kommen nicht dadurch. Bin ich Oh, zuversichtlich. Das sind kann zwei. sein. Jawohl, einer nur noch. Und tschüss. Scheiße. Und dann, War schön. rip, 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 rip. Komm schon. Komm schon! Na gut, dann ist er tot. Naja, dann war das unklug da unten rum. Nice. Nice, nice, nice. So, jetzt hier oben. Jetzt Aber greifen das wir war an auch krass den. unwahrscheinlich, dass du von zwei da durch die drei Instanzen durchkommst. Ja. So, wie viel treffen denn hier? Ach, die dürfen sich ja noch bewegen, ne? Ja, genau. So. Und ja, nee, der wird wahrscheinlich nichts. Ich glaube, du hättest deine beiden Helden einfach von Anfang an hier links oben in die Ecke schicken können und die hätten da alles umrasiert. Wäre auch so wahrscheinlich, aber wusste ich nicht. Ja, nee, hätte ich jetzt auch nicht so 1, eingeschätzt. Ich 2, hätte das 3, auch nicht 4, gemacht. 5, 6, 7, 8, 9. 9 treffen. Aber ich sehe das Damoklesschwert schon über mir hängen. Was erwarte ich gerne hier? 9 auf 3, 4. Okay, dann gucken wir doch mal, was das jetzt hier gibt. Das sieht echt nicht schlecht aus. Sechs. 6 Stück? Sehr gut. Ich jetzt hier auf eine 4 nochmal behaupten darf. Ha. Was? Nice. Einer, okay. Lol. Sehr nice. Einer und da haben die Rand. Nee, haben die nicht. Dann darf ich sogar noch einmal auf die 6 würfeln. Das habe ich ehrlich gesagt nicht kommen sehen. Nee, ich auch nicht. Ja, stirbt trotzdem War einer. ein starker Zug von dir, muss ich sagen. Ja, okay, dann. Wenn Warden King kommt nicht dran, dann kommt. Und ja, dann. War das dein Zug? Was ist das? Dann ist ein neuer Zug. Beziehungsweise Battleshock müssen wir noch würfeln, Entschuldigung. Ich Ja, würfel einmal für die Gutterrunner, da sind okay. zwei gestorben. Die haben eine Bravery von 5 sogar. Boah, die sind ja richtig brave. Dann passiert da nichts. Und dann würfel ich einmal noch für die Clan Reds, da ist einer gestorben. Bravery von 4. Zwei, passiert auch nichts. Boah, das ist einer der Züge, wo bei mir nichts gestorben ist, nichts geflohen ist. Das war schon mal interessant. Ah, hier Okay. oben aber noch. Da oben, guck mal, da ist ja einer gestorben. Ja, auf die habe ich ja gerade gewürfelt. Ach so, Das weil waren du ja ihn die nicht drei. weggenommen Ja, hast. ja, Okay. ja. Ich war noch damit beschäftigt, die Gatterung Ja, reinzuziehen. alles gut. Dann würfeln wir einmal. Wer anfängt? Achso, erst spawnen, Entschuldigung. So, hier oben Kein rechts Witz. spawnt nichts mehr, weil du da innerhalb von 7 Zoll dran bist. Und hier. Wow, ich habe eine 1. Nice. 5. Jetzt Dann. gar nicht würfeln müssen. Ah, okay. Ja, dann rennen diese Gutterrunner hier. Die rennen 1. Sehr Das stark. ist ungünstig. Dann laufen die 8. Ja, die machen Last Stand. Die greifen dich erst im Fernkampf an und dann chargen die. Krass, okay. Bist du so verzweifelt, ja? Ja, da kommt nichts mehr. Diese Boys, die fänden hier ihre Homebase, die bleiben hier erstmal stehen. Aber die oben, diese Gatorana, die kommen schon mal als Nachschub. Und zwar rennen die 2, das heißt 9. Okay. So, und dann kommt die Shooting Shoot Phase. jetzt. Und ich schieß mal hier auf deine. Ne, warte mal. Wer hat, die Dinger haben keinen Safe, ne? Die Flagge Wir haben landet. keinen Safe. Ja, dann werden die jetzt erstmal richtig zerborsten. Gutterrunner, die haben jeder zwei Attacks. Und treffen Oh, dann auf 4, nice. 4 und 5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Also 28. 25.
14. Ach so, ja, dann 18. 28 und treffen auf einer 4. 4. Jetzt, okay. 4 und 6 zählen hier doppelt. Lol. 4. So, also ich habe 9 Successes und 1, 2, 3, 4, 6. Das heißt 13. 13 mal auf die 5 war das jetzt, ne? Ja. Oh, da sehe ich wow. Ein paar 5. Oh, ne, der ist noch umgekippt. Schade. 7. Wow. Dann sind 7 von dir futsch. Okay. Ey. 1, 2. Das ist aber auch die letzte große Armee, die ich habe, wenn ich die, wenn die mir jetzt gleich zerborsten werden. Ja, das stimmt. Dann habe ich ein Problem. Okay, dann kommt die Charge Phase. Ja. Und dann chargen die Götterrunner. Was haben die denn im Nahkampf? Oh, die sind im Nahkampf auch gar nicht so schlecht. Die sind im Nahkampf. Oh, die haben sogar Wind, krass. Die sind im Nahkampf besser als im Fernkampf. Why the fuck? Okay. Das ist echt so. Dann, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dann chargen die. Und zwar auf 5. Nein! Ach doch, geht hier. Hier geht das hin. Geht. Okay. Dann chargen die 5 in die Richtung. Und dann ist Combat Fail. Achso, warte mal. Ja, das geht auch. Okay, dann ist Combat Phase. Und ich würde zuerst die Götterrunner auswählen. Okay. Aber wie viel Range haben die? Wahrscheinlich nur 1 dann im Fernkampf, ne? Im Nahkampf, ja. Okay, dann bewegen wir die mal. Whoop. So, boah. Das dauert jetzt ein Weilchen. Ich versuche mich zu beeilen. Der darf da voll immer rein. Nein. Der steht nicht auf dem Ding, aber die Kralle von dem. Ja, ist okay. Ist okay. Okay. Wieder einfach alles wackelt, wie bei Mikado. Mikado hätte ich jetzt schon verloren. Aber ich kriege auch nicht, dass alle angreifen können. Obwohl, ich kann die auch hier lang ziehen. Kann ich noch ein bisschen von deinen Boys da snacken. Ja, stimmt. Kannst ja aufsplitten. Aber der steht auf den drauf. Oh. So? Der Schwanz ist im Weg. Nee, immer noch minimal. Ah ja, ist okay, komm. Das minimal, ja, passt. Ja. So, wenn ich den jetzt hier reinsetze. Ja, das Problem ist, dass das 3D-Models sind und die sich einfach gegenseitig, auch wenn die nicht an der Base stehen, blocken. Jawohl, okay. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 würden deine Guards angreifen. Also 20 Attacks. Versuch's doch. 20 Attacks mit traust. 3 und 4. Oh, die sind echt gut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Guck mal, nichts können die, nichts. Nur 5, also 5 nicht getroffen, mega schlecht. Ah, okay, diese 6 zählt aber nur bei den beim Fernkampf. So, das heißt 15. 15 auf. Hab ich auch mal besser gesehen, ganz ehrlich. 15 auf die 4. Das sind 8. Mhm. 8 auf deine. Haben die Rent? Die haben sogar 1, Rent, ne? Ja, 8 mal auf die 6 darfst du würfeln. Krass. Aber du darfst jetzt gleich zurückschlagen. Wow. Lol, das ist Alter. Stark. Alter. Das ist stark. Das ist richtig krass. Ja, dann sterben 1, 4. 2. 3. 4. Alter, das war Hammer. Das war heftig. So, dann darfst du zurück angreifen. Nee, du musst nur hier angreifen. Ach ja, stimmt. 1, 2, 3, 4, also 8 Attacks. Was heißt muss? Kannst du auch lassen. 8 Attacks auf die. Dudes. 6 treffen. Auf die 4.
Oh. Ah doch, 4 Treffen. Aber die prügeln jetzt auch ordentlich zurück. Die prügeln ordentlich zurück, ja. Ja. Okay. Okay, Und wenn aber die erstmal hier alle tot greife ich sind, hier dann oben habe ich nicht an. mehr viel, ja. Ja. Mit den Longbär. Ach komm, Du die darfst jetzt, alte wenn du die Wurst. tötest, darfst du eh dreimal hintereinander angreifen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Treffen. Ups, nicht 8, sondern 9. Danke. Auf 3, 4. Dass man das immer noch nachgucken muss. Ja, du hast auch noch mehr, verschiedene Units als ich. Gut, dass das die 3 war. Da haben einige jetzt noch gesessen. Gibt's 5? 5 auf die 4, ja. Oh, Zwei lol. darf ich wiederholen. Ah, stimmt. 2 hast du schon, 2 darfst du wiederholen. Lol. Okay, 2. immerhin zwei. Und haben die, die haben keinen Rand, ne? Dann darf ich sie auf die 6 würfeln. Alter, dass da immer noch einer lebt. Ja, aber der flieht ja jetzt gleich wahrscheinlich. Ich hoffe es doch. Okay, so, dann greife ich mein Flagellants an. Und zwar. Ich muss nach diesem Fight eventuell einmal kurzzeitig mich kurz verabschieden. Ich weiß nicht, ob wir da eine Pause machen wollen. Das dauert wirklich nicht lange. Ja, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber diese 7 Kriegen plus 2 Attacks. plus 4, meine ich sogar. Also ja, nee, insgesamt ein plus 4, weil die ja Genau, plus 2 haben. die Genau. haben jeder vier Attacks. 28 Attacks. Auf 5, 5, genau, 5 4. und 4, ja. Auch viele Sechsen sehe ich. 8. Acht. Okay. 8 mal auf die 4. Immerhin. Sind Fünf. 5. Ja, das ist stark. 5 und meine haben ein Safe. Also 5 Komm. mal 5. Oh ja. Lol. Wow. Krass. Dann sterben 2. Ich nehme. Den und den. Okay. So. Ja, aber Da ich wenn du ein mir jetzt noch. Schwert habe, habe ich Ja, da richtig, die einen dürfen alle Range von angreifen. 2. Ja, nur die hier können. Ja, doch, die treffen auch genau. Ja, der Okay. trifft den, doch den hier links. Ah ja, okay. Dann. Der hier, den musst du noch umsetzen, der kommt nicht Der dran. trifft. Ja, der darf Ja, einfach hier rüber. das geht. Ja, dann Ja. treffen alle. Alle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Auf 4, 4. Nein, nein, nein. Die kriegen 1 auf Hit-Rolls, wenn es 10 oder mehr Units sind. Also 3, 3. Ne, 3, 4. So. Sind ja noch mehr als 10, weil es greifen ja 16 an. Danke, danke. Bitte schön. 12. 5. 12 jetzt auf die 4. Klingt doch gut. Und die 1 darfst du rerollen. Das heißt, 6 hast du schon, 1 darfst du rerollen. Auch mit dem Held durfte ich da dürfte es nicht nur meine Zwerge machen. Ach stimmt, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ja. Haben wir Sonst das nicht waren bei das den sechs. Flagellanten gerade auch gemacht? Ja. Nein, ich Ich meine glaube schon, aber ist nicht. egal. Ist zu spät. Ach, warte, Ist haben egal, wir? ist egal. Ja. Aber es waren nicht viele. Ach, stimmt, haben wir. Die letzte. Ja, stimmt. Ich habe 2-2 gewürfelt. Oh mein Gott. Ist egal, ist Aber die egal. haben wir Mach weiter. sowieso nicht getroffen. Die Ja, haben wir sowieso richtig. nicht Weiter, getroffen. weiter, weiter. Einfach weitermachen. Ja, ich habe gemacht. 6 Stück sterben. Also du musst würfeln. Ach so, oh sorry. Sterben. Ich dachte, da kommt noch was. 6 mal auf die 5. Rip, 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 rip. 5 sterben. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ja. So, dann kommt Bravery, weil Genau. alle meines Wissens dran waren. Ja, ich muss anfangen, weil es mein Zug ist. So, die Clan Red da oben, mal gucken. 5. Die hat eine Bravery von 4 und sind 2 gestorben. Lebt. Dementsprechend so oder so. Weg. Der Ja. wäre auch, wenn keiner gestorben wäre. Obwohl, dann hätte ich nicht würfeln müssen. Okay, und jetzt die Gutter Runner.
2, das ist schon mal gut. Plus, wie viele sind gestorben? 7. Boah, sind 9. Das heißt, 4 fliehen noch. Ja, und damit 2, 3, 4. Haben Okay. sie dir zwar nochmal da eine Bresche reingeschlagen, aber. Ich werfe Ja. zuerst hier auf die Speerleute. Ach, Da habe stimmt, ich die sterben 4 ja. Die, von verloren. dir fliehen ja jetzt auch noch welche. Ja. 6, das heißt 2, du hast Bravery von 5. 5, das heißt, Nee, das war aber die wird erhöht, um plus 1. Ah, 1. und das heißt einfach so viele wie geflohen sind, fliehen jetzt nochmal. Nee. Nicht so viele wie geflohen sind, fliehen nochmal. Also viele wie gestorben sind, fliehen nochmal, doch. Du hast 6 und du hast 6 gewürfelt. Und jetzt auf die 6 rechnest du das drauf, was geflohen ist. Oder gestorben ist. Vier sind gestorben. Ja. Also 10. Ja. So, also 4. Ach so, ja, dann hast du recht. Klar, 4 fliehen noch, ja. So. Achso, du hättest, Und. kannst natürlich auch Command, ja, für die ist jetzt zu spät, aber für deine Flagellants kannst du zum Beispiel Command Point ausgeben, dass die keinen Battleshock machen müssen. Nee, nee, ist okay. Vielleicht sterben hier noch ein paar Gatavana. Ja, ich weiß. Dann guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. Wow. Und die haben 8. Das heißt, das, was du würfelst, plus 3 würde fliehen. 4. Dann jetzt darfst du 5, viermal würfeln. Und bei einer 4 3, ne? plus, ne 4 plus. Ne, 4, okay. Und wenn du succeedest, darfst du einen einfach einen Damage machen. 2. Dann sterben noch 2 Gatterrunner. Musst du für die jetzt auch nochmal bei BB machen? Nein, Nee, nein, ne? nein, nein. Okay. Gut, dann haben wir es, glaube ich. Ja, da ist noch. Ja, ordentlich ausgedünnt. Ich mach das schon. Oder? Ja, mach schon mal. So, dann. Hier war nichts mehr. Gut, dann bin ich dran. So, das heißt, wir haben eine neue Runde jetzt und es spawnt, ne? Echt? Ja. Bin ich nicht dran? Ne, hier steht 5-5. Weil du bestimmt was falsch gemacht hast. Doch, ich bin auf Ja, 5-2 ich dran. habe bei mir vergessen zu drücken. Klar, ich habe gerade gecharged. Ja. Ich wollte schon sagen, weil ich hatte vorhin eine 1 gewürfelt und eine Ja, 5. ich wollte ein Das, bisschen ja. mogeln. Ich wollte ein bisschen Ja, ich mogeln. weiß, ich habe es gemerkt. Okay, dann bin ich dran. Ich krieg einen Command Point. Dann kannst du Muhahaha. wieder chargen. Werde ich auch machen. So, Movement Phase. Damit dürfen meine Free Guild Guild Guards. Guards moven. Und das machen die auch. Die moven hier rein. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich so move? Ja, Oder sagst du, machte. nee, Zaun ist irgendwie im Weg, bla Machte, bla. machte, machte, machte. Der ist sowieso noch gar nicht mal hinterm Zaun. So. Mein General, der moved aber hier hin. Oh. Nee, nein, macht er nicht. Der ist ein dicker Shadow oder was? Nee, 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 nee. Alles gut, versuch, ich mach das anders. Ein General. Der charge Das. das. Für Frodo! Ein General, der rennt. Oh, sorry. Mit 4 Würfeln. Ja, auf jeden Fall. Unnormale Charge. Ja, plus 5 hat er, meine ich, also 9. Ja. Kann er überhaupt nicht, ne? Ach, da kann er nicht. Kannst du mal eben abmessen? Ja, 9, ist auch richtig. Da. Aber zu deiner Einheit. Da muss ja 3. Nee, 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 nee. Zu der Ach Einheit, so. ja. Doch, passt. Ja, kommt ein bisschen so nach rechts noch. Okay. So. Meine Iron Drakes, die laufen auch. Die rauchen auch erstmal. Mit einer 1 5, im nice. Gepäck. Ja, fast. Ja, man Auf kann ein einmal bisschen, ist er bei 20. optimistisch, ja, ein bisschen optimistischer an die Sache herangehen. So, jetzt meine Hammerers, die rennen natürlich auch. 6, Ah, ich werfe shit. direkt für meinen Hero mit. 5. Die laufen 6, also Also 10 10. insgesamt. Na, ja, laufen die mit Donner. Und der läuft 9. So. Dann Shooting Phase. Dann schieße ich mit meinen Flügels, mit meinen
Free Guild Crossbowman. Kurzer Tipp, die können auch laufen bis hierhin und dann auf meine Dudes schießen. Sind die so nah dran? Ja. Ach, Das heißt, krass. so nah, die sind halt. Also hier, du müsstest dich halt ein bisschen nach rechts bewegen, weil das ein Hindernis ist. Was Das ist denn ist, das? ja, das sieht einfach 2D-mäßig aus. Das ist so ein kleiner Hügel. So ein Kryptenhügel. Okay, dann laufe ich doch. Ja, danke für den Tipp. Ich dachte, also ich habe echt vollkommen die Distanz Ja, unterschätzt. ja, ja, ja. Ja, das sind halt diese 24 Zoll, die sind halt einfach Ja, ja, unnormal ja, ja, krass. ja. 5 dürfen die laufen. Laufen die doch mal. Treffen, glaube ich, alle außer die zwei hier außen. Oder? Oder zählt das auch als getroffen? Ja, guck mal auf den vorderen links. Ja, der nicht, der auf keinen Fall. Aber der hintere. Ja, mach halt. Also wären 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was? 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 Alle treffen auf keinen Fall. Der hinterste. Deshalb frage ich doch. Der hinterste? Ja, aber den Ach hast du so, mich ja oh nicht mein gefragt. Gott, ich habe gar nicht. Oh, die sind ja gar nicht so dran. Ich habe gedacht, wegen des Hindernisses hier. Das Ah. war meine Frage. Nee, der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Boah, du hast mich. Nee, warte mal, haben die 24 oder 26? 24. Boah, da hast du mich ja richtig reingebaitet. Ja, also es ist ja trotzdem, Ja, schon gut. also es ist Hast ja trotzdem besser recht. auf die zu schießen als auf den einen, der da steht. Hast Also du stehen die dann recht. für nächste Runde parat. Okay, dann habe ich drei. Ja. Drei auf ein 4-3, meine ich. 4-3, ja. Ich habe aber ehrlich gesagt, als ich dir das empfohlen habe, auch gedacht, dass mehr von denen treffen. Lol. Wow. Und aus daraus ist dann keiner geworden. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Aber du hast hier Sieht trotzdem auch schon noch kalt se ab. sechs Attacks mit den Flaglands. Achso, genau. Jetzt könnt ihr erstmal chargen. Naja, also erstmal chargen. Jetzt chargen die hier. Da muss ich eine 6 Ja. würfeln. RIP. Einen drunter wieder. Aha, da sind die Command Points. Ah, da sind die Command Points. Die müssen hier ballern. 10 habe ich gewürfelt, ne? Da die mit 10 auf jeden Fall gut um den Zaun drumherum kommen. Ah ne, warte mal. Nicht die Flaglands mitnehmen. Ne, nicht die Flaglands mitnehmen. So. 10. Man kann sagen, du kannst ihn da doch so links dran vorbeischieben. So. Damit spawnt da unten auch nichts mehr. Klingt doch schon mal ziemlich nice in meinen Ohren. Ach, der trifft. Der trifft auch. Okay, dann greife ich zuerst den Gatter an. Okay. Mit 6 Angriffen. Warte mal, hatten die hier eigentlich ein oder zwei Angriffe, die Giant Reds? Ein Angriff. Wenn du den Gutter-Runner übrigens alleine angreifst, dann darf ich gleich mit den Giant Reds zuerst angreifen, ne? Weiß ich. Okay. Aber weil der Gatter war, ne, der kann mir hier tendenziell ja zwei kaputt machen, weil er zwei Angriffe hat. Ja, okay, stimmt. Die Ich glaube, Giant. das ist nicht mehr so wirklich so eine Gefahr, oder? Nee, komm, also Gatter war na zuerst. Ja, wobei, die haben einen Angriff von 5, ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich. Ja, und meiner, obwohl Ja, 3 und nee, 4. dann Ja. greife ich, da greif ich Ja. doch die hier an. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. 12 und die treffen auf 4 und 3 und 4. Ah, das ist auch ein 3, 4, okay. 9. Ja, 9. 4, sehr gut. 6. Ja, 6. dann sterben 6. Ich hatte eine 1. Ah, ne, es waren jetzt Zwergen. Ja, sehr nice.
Dann bist du dran. Ja, dann greift der Stecker schon an. Aber ich nicht glaube, dass der was reißt, aber mal gucken. Zwei Hit Attacks auf 3 und 4. Ist schon stark. Na, kannst du dir wirklich sagen. Wow. Du hast sogar eine 6 gewürfelt. Nee, das zählt nur bei den Fernkampfwaffen mit der 6. Ah, okay. Stimmt. Lol. Wow. Ich glaube nicht, dass der was reißt. Ja, glaube ich auch nicht. Also habe ich auch nicht geglaubt, aber jetzt hat der halt drei Attacks hier, der Flagge dann, ne? Ja. Jetzt muss halt nur eine sitzen. Ja. 3 Attacks auf 5, 4. Ja, auf 5, 4. Ripp. Rip. Ja, trotzdem. Also das war. Ja, Ne, stimmt. du hast jetzt drei Attacks gehabt, sonst hättest du sechs Attacks gehabt. Ja, okay. So, dann bist du Aber hier am dafür, ja, Abgehen. wollte gerade sagen, aber dafür hast du hier sechs umgefetzt, bevor die dir was machen können. Die hätten ja sonst auch zuschlagen können. So, Giant Reds treffen auf 4 und 5 und die sind jetzt nur noch 2. Aha. Krass. Die kämpfen mit Oh, da habe eisernem ich die Willen. sechs. Da oben habe ich die sechs Ah, gerade bekommen. ja. Okay, passiert nichts. Okay, dann musst du Bravery werfen. Ja, Nee, die. stopp, stopp, stopp. Ich greife hier oben noch an. Ah ja, stimmt, ja. Weißt du was? Ich nehme alle Ja, mach einfach, die dürfen alle und angreifen. schieb sie woanders hin. Schieb sie dir doch woanders hin. So. Was selbst der trifft nicht? Mach einfach, Krass. greif mit denen an. Nee, nee. Der hat so eine ganz komische Base hier, das Ding. So, ja. Weil, guck, wenn. Stimmt. Wo? Ja, Warte. stimmt. So, Wo? jetzt. Guck, guck, guck. Ah, Ich hatte okay. das gelockt, damit du das nicht aus Versehen verschiebst. Und Ach dann hat er einfach so. quasi das behandelt, als wäre das ein Stück Boden. Also 3, 4, 5. Ja, 5 würden treffen. Okay. Wenn die alle treffen, ist das Ding weg. Aber selbst wenn. Wenn 3, 4. nicht, hast du da jetzt einfach. Du hast ja noch ein paar Runden Zeit, das Ding zu töten, dann kommt er jetzt nächstes Mal raus. Wow. Zwei. Und du darfst auch einen rerollen. Die Einser darfst. Ah, ne, nur auf Wound, ne? Oder auf Hit? Auf Ne, auf Wound. Wound von ihm. Ja, 2, aber ja. zwei. Okay, dann hat er zwei von fünf. Okay, dann kommt jetzt Bravery oder Battleshock und ich fange an. Nee. Die können gar nicht fliehen, die haben eine Bravery von 8 hier. Und von 9 sogar, weil dein General in der Nähe ist. Ah ja, nee, der General zählt nur auf die Free Ach, Guild-Einheiten. stimmt, das sind ja gar keine Free Guilds, ja. Ja, dann würfel ich mal auf meine Giant Reds. Die haben Bravery von 3 und es sind 6 gestorben. Demnach fliehen die anderen auch. Egal, was passiert. Nice. Und damit hast du hier unten die Schlacht auch gewonnen. Dann bist du dran. Pup. So. Dann ist aber jetzt neue Runde. Dann spawnen oben neue Gatorunner. Dann bist du nicht dran. Und dann würfeln wir dran ist. Ja. So, meine Last Chance hier. 5. Dann. Das. Ah, dann komm, scheiß auf den einen hier. Ja, aber gesagt. Ich renne mit denen, also nicht renne, sondern gehe mit denen 5 nach vorne. Damit dürften jetzt auch Ja, alle jetzt treffen. treffen auf jeden Fall alle. So, dann Das sind jetzt 8. mit Achso, ja, stimmt, du musst ja jemandem erst noch weiterlaufen. renne ich aber noch. Ja. Ja. So, ich würfel direkt 3 in der Reihenfolge 1, 2, 3. Hammerer, Warden, Iron Drake. 3, 5, 3, 5, 2. 3, also 7, 5, Fünf. also 9. Dann Und 2, also sechs. 6. Fast. Was? Ja. Okay, dann Shooting Face. Dann shoote ich mit meinen 8 Mannekes. Willst du nicht noch deinen General bewegen? Nee, der muss, glaube ich, hier drauf chargen. Achso, okay, ja. 8 auf
4-3. Wow, das ist stark. Alle richtig? Ja, Ja, 4-3. das sind die drei. Wow. Alter. Das wären alle, ne? Ja. Sechs, die haben keinen Rand, ne? Nee. Ja, das tut verdammt weh. Ja, drei. Ist quasi direkt das wieder flöten Okay. gegangen, was heute gespawnt ist. So, dann werde ich hier drauf chargen. Ja. Oh lol. Die Snake. Ich glaube, ich muss da nicht abzählen, Nee, nee, abmessen. nee. Du kannst sogar dreimal um den rumlaufen. Ganz wirklich so. Okay, dann beginne ich meinen Kampf und ich fange mit dem General Ich an. beginne Der meinen Kampf. 3 auf 3, 3. Ja, und wenn er eine 6 würfelt jetzt beim, warte, beim Beim Hitroll, ersten dann stirbt Wort. er automatisch, mein Ja. Dude. Ach Nee. so, stimmt. Was bitte für dich? Ja. Nur einer. Ja, er Ja, trifft aber und genau. der hat Rend 2, das heißt, ich kann gar nicht saven. Und Klingt tschüss. doch sehr gut. So, dann greife ich hier oben an. Nochmal mit 1, 2, 3, 4. Ja, komm, jetzt würde ich die Ja, annehmen. die können da Nee, alle nee, lang ranziehen. Doch, 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 doch. Würfel einfach. Zwei. nee, ich muss das Das. ausspielen. Okay. Weil ich muss gucken, wie die stehen. Weil nachher, die bewegen sich ja nachher noch wieder da, Ja, wenn ich bin mir dahin. ziemlich sicher, dass die nicht mehr da ankommen werden. Trotzdem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kommt dran. Vier. Auf dem Vier. Ja. Drei. Damit ist das Ding Ja, damit ist das Ding genau kaputt. kaputt. Oh, kommt Kaputt. mal zu den Casualties. Ja. Zack. So, die bewegen sich jetzt hier drei nach vorne. Ups. So, es dürften alle dran kommen, außer die hinteren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf. 4, 4. Nein, 3, 4. Warum? Weil es noch mehr als 10 sind. Aber die zählt, das heißt, die 3 zählt einfach mit. Ja, Und du machst stimmt. 7. 7 jetzt hast du. Danke, danke. Bitteschön. Und das sind 4, das heißt, das lebt noch mit einem. Nice. Fällt gerade auf, Ja, das das Ding hat war's. gar keinen Namen. Alle anderen haben Namen. Das ist der Hearthstone und der Vermintide. Keine Ahnung, ist egal. So, So, dann bist das. du dran. Ja, erstmal kommt die Battle Shock Phase für meine Gutter Runner. Ja, stimmt. Battle Shock Die haben Phase. ja Bravery von 5, sind 3 gestorben. Und tschüss. Ja, alle weg. Das war scheiße. Nö, warum? Ja, ich glaube, dass ich wenigstens noch ein oder zwei von denen mitnehmen kann. Ja, aber dementsprechend passiert da auch nicht mehr viel. Das dürfte ein klarer Sieg sein. So, dann bist du dran. Ja, ich weiß, ich Meine Base. ja, ich mach nix. Okay, nice. Damit war das jetzt auch Runde 7. Nee. Moment, wer hat diese Runde gerade angefangen? Ich, ne? Ja, ich habe angefangen. Das war deine Runde. Damit, ja, ist das jetzt so richtig. 5. 1. Okay. Ich bin fertig. Ja, von mir aus, also ganz ehrlich, das wird nichts mehr. Das ist eigentlich nur noch, du läufst dahin und tötest alles, also. Das ist auch, aber wollen wir es nicht trotzdem ausspielen, einfach fürs Video, weil sonst auch Kacke, oder? Weiß nicht, wie spannend das noch ist. Weil du da jetzt noch mindestens zwei, drei Ründchen brauchst, bis du da ankommst und das Ding tötest. Und da passiert halt nichts mehr währenddessen, also.
Ja, also du kannst ja auch aufgeben, du kannst ja auch Ja, einfach ja. sagen, dass keine Leute rennen und dann ist es so. Ja. Ja, töte noch das Ding hier Okay. unten. Und dann ziehen sie sich zurück. Dann sind sie so demoralisiert, dass sie merken, oh, die anderen Gebäude wurden zerstört. Dann haben wir ein fünftiges. Das wäre so geil, wenn du die jetzt alle gefällt hättest. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Angriff sind, aber ich mache mal 10 draus. Ja, okay. Ja, okay. Dann sagen wir mal Tschüss. Und dann können wir das hier mitnehmen. Und wir können das hier alles noch mitnehmen. Und den Hearthstone nehmen wir auch noch mit. Zu den Casualties. Und dann gucken wir mal, warum sind die jetzt gelockt? Die sollen nicht gelockt. Oh, meine Fresse. Entlocken. Oh. Ich habe gerade die gesamte Platte entlockt. Ich Das hab's wollte ich nicht. gemerkt. Das wollte ich nicht. Ach nee, jetzt ist das da wieder zurück. Ah, okay, ist egal. Wir merken uns einfach. Der kommt mit. Warum ist das mit? Weil die noch gestorben sind. Ah. Wir wollen es jetzt ja angucken, quasi. Genau. So, hier mal ein Überblick, was in diesem Szenario alles gestorben ist. Man sieht einfach, wo der Okay, krass. Fokus liegt. Die Masse an Skaven, die gestorben ist. Aber ich habe auch Ja. ordentlich bei dir mit aufgeräumt. Jeden Fall. Mal gucken, das ist deine Armee. Vor allem, wenn man die jetzt nochmal hier. Oh. Achso, das ist, weil die Rattenogre da mittendrin stehen. Warte mal, wenn man die jetzt hier noch sortieren würde. Hier die Speerkämpfer zu den Speerkämpfern. Eigentlich könnten wir jetzt hier so einen Kampf machen, nur mit den gestorbenen Armeen. Mal Ja, gucken, wer das gewinnt. weil wir da gar keine, gar nicht, was gar keine Zeit kostet jetzt noch. Ja, nice. Also ist doch eine klare Überlegenheit gewesen. Ja. Was ist denn eigentlich hier mit diesem Das, Typen? damit kann man Auren machen. Erkläre ich den anderen mal. So eine Okay. Range-Aura oder sowas. Ach so, das, was du schon mal gemacht hast. Ja, Okay. exakt, genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch dir Danke dir. zu deinem Sieg. Und damit hast Und du für hier den glorreichen. die Brutstätten der Skaven unter der Stadt vernichtet. Und als Dank dafür wird dir Verstärkung zugesandt von oben. Und zwar heftige Kriegsmaschinerie. Ups. Warte. So. Und zwar darfst du wieder eine von denen aussuchen. So, und ich packe sie dir mal dazu. Wieder eine von denen und ein von denen, ne? Richtig, richtig. Hey, kann ich nicht packen. So. Okay, wir haben einmal Gyrokopter und einmal Gyrobomber. Genau. Gyrokopter 16, 4, 4, 6, 12, 5, 4, 6. Okay, weniger Move, dafür mehr Bravery. Dafür mehr Wounds. So, dann haben die. Das kann ich mir bei den Gyrocopters. Steht da fest, welche Waffe die haben, oder darf ich mir die au A aussuchen? unit of gyrocopters has any number of models. The unit is armed with rotor blades, guild bombs and one of the following weapon options: brimstone gun or steam gun. Also eine von den beiden haben die. Ja, klar, aber ich darf mir auch eine von Ja, denen darfst du aussuchen. eine davon aussuchen, ja. Okay, weil ich habe ja hier Einheiten, da darf ich mir ja zum Beispiel was nicht aussuchen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Darfst du dir aussuchen, ja. Aber die haben nur Ach eins genau, bei davon. den Iron Drakes, da durfte ich mir ja zum Beispiel nicht aussuchen, was ich Genau, nehme. bei den Iron Drakes, da haben quasi diese Anführer hätten da besondere Waffen. Okay, also da hätte ich mir sogar aussuchen. 3 Attacks auf 16, das ist echt stark. 3, 3, 8, Siebelow bei Team Gun. Before attacking with a Steam Gun, pick one enemy unit within 8 8 inches. Inch of the attacking model. Wer attacks, magst du das eben schnell einfach erklären, Ja, bevor ich mich du richtig. darfst so viele Attacks machen, wie Models in dieser Unit sind. Wie in diese. Ach Also so, du ja, greifst klar. quasi Ja. ein Bataillon an und darfst jeden einmal angreifen quasi. Klingt doch auch echt nice. Okay, und Gyro-Bomber? Wir haben 20 Range, 4 Attacks, aber dafür 4, 3, okay. Attacks. T5, okay, das ist bei den beiden gleich wie Melee-Weapon. Ability. After this unit has made a normal move, also da diese 12 inches, pick one enemy unit and roll one dice for each model in this unit that passed across any models from that enemy unit.
For each 2 plus that enemy unit suffers. Wow. Okay, das klingt stark. Also verstehe ich richtig. Du Wenn fliegst ich quasi eine. über meine Units drüber und Okay. dabei würfelst du über jeden, den du geflogen bist, quasi. Nur bei einer 1 überlebt er. Oh. Also mit für jede Unit würfel ich einen Würfel. Über die, der drüber geflogen ist, ja. Für jede Unit oder für jede Dings, für jedes Mannequin. Für jede Figur. Für jede Figur ein Würfel. Und dann macht er noch D3 Schaden. Also, wow, das ist ja mega strong. Aber dafür musst du halt da sein, ne? Also musst du halt im Nahkampf quasi drüber fliegen. Ah, und der hat seine, also der Gyrocopter hat seine, also die Ability vom Gyrobomber quasi in der Steam Gun. So, Pi mal Daumen. Also quasi einfach, dass wir pro Dings, ja. Ja, cool. Ich glaube, ich nehme den Gyrobomber. Noch mal lesen. Ah, Freegilds-Einheiten, okay. Freegild Pistoliers oder Freegild Outriders. 12, 2, 5, 5. 12, 2, 5, 6. Okay, beide sind Huch, wo sind wir jetzt hingeflogen da? Fernkämpfer. In der Theorie. Ah, okay. Und Nahkampf hat auch zwei Waffen. Der auch. Okay. 9, 2, 4, 3. Okay, ja, was sind die Abilities? Hail of Bullets. Also bei den oberen, bei den Pistolieren darfst du dir auch nicht aussuchen. Da hast du, die Ah, haben die okay. Brace of Pistols, haben die. Und eine Saber and Pistol Butt. Also quasi das obere jeweils. Ja. Genau. Wenn Okay. die gecharged haben, können die shooten. Das heißt, die Ah, können also wie deine chargen. Ratten quasi. Ah, nee, Nee, nicht deine nee, Ratten, sondern. meine Ratten können laufen und schießen. Deine schießen quasi, Ach wenn sie so. gecharged haben, direkt einmal und greifen dann auch noch normal an. Also, warte mal. Heißt das, ich habe ein Shooting Phase, dann ein Charge Shooting Phase? Ja, genau. Also du chargst mit denen quasi Krass. und dann schießen die direkt. Und du kannst Charge Rolls mit denen rerollen. Ja, aber noch mal kurz ein Verständnis. Das heißt, die shooten quasi zweimal in einer Runde. Einmal in den normalen Shooting Phase und dann machen die noch einmal Charge Shoot. Ja. Das ist wrong. Okay. Ja, verstehe. Und dann hast du hier die Frigo, die kriegen plus eine Attack, wenn keiner Gegner innerhalb von drei Enemies ist, 3 Zoll. Innerhalb von drei Enemies. Plus ein Dann kriegen die plus Tech-Ring. einen Attack mit, Moment, was haben die? The Number of Models. Die haben alle eine Repeater Handgun. Oh, Also nice. D3 Attacks haben die. Ja. Und die obere Waffe haben die. Und die können rennen oder retreaten und immer noch schießen. What the fuck? Ach so, aber die schießen quasi nur einmal. Okay, und die schießen. Okay. Schießen, laufen, schießen haben die. Ja, verstehe. Die haben Range nur 9. Das ist nicht so gut. 2 Attacks, 4, 3. Die haben 5, 3. Okay. Machen aber viele Attacks. Ein D3 plus ja nochmal 1 dann. Ja, klingt beides nicht verkehrt. Ich glaube, ich würde die oberen nehmen. Ja, okay. So. So, zieh mal alle deine gesamten Units, sortiere nochmal die Units alle, dann suche ich dir die alle nochmal raus. Also Wie die sortiert? so sortiere mal hier diese Platten, so Habe ich doch. dass ich die Also. Units daneben stellen kann. Ach so, okay, du willst die da so haben. Ja. Okay, ups.
Okay, wollen wir die Aufnahme beenden? Wollen wir das offscreen Ja, quasi das machen wir machen? aufs. Okay, genau. Sehr gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Nein. Nein, willst du noch was Alles sagen? klar. Ja, also ich hoffe, dass es für euch auch okay war, dass wir den Kampf jetzt hier so quasi abgebrochen haben, aber es stimmt schon, es war aussichtslos für Platypus, das hätte ich easy gewonnen. Das waren ja auch noch beide Und Helden da und ja, noch viel zu viel. Und deswegen, es hätte jetzt einfach nur ja. noch 2, 3 Ründchen gedauert und das Ja, das wäre einfach muss nur ja nicht gucken. sein. Einfach nur Zeit, die verschwendet wäre. Deswegen war das jetzt, glaube ich, eine gute Lösung. Aber ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, ob das so in Ordnung war. Und genau, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Dann mit zwei neuen Einheiten. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.